Sieht aus, als würde ich mir Kacke ins Gesicht schmieren. Yay! Ich hab's eingeatmet. OMG, Bananenkostüm. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute habe ich eine kleine Challenge vor. Und zwar habe ich das schon bei einigen YouTubern gesehen. Und ich fand es einfach so lustig. Die Mixed Make-up Challenge. Und ja, ich erkläre euch das mal ganz kurz. Ich habe hier in der blauen Schüssel die Reihenfolge meines Make-ups. Also mit verschiedenen kleinen Schnitzelchen, die ich vorbereitet habe. Und hier das dazugehörige Produkt. Und ich werde jetzt immer erst einmal Reihenfolge ziehen und einmal Produkt ziehen. Das, was ich da zusammen gezogen habe, das muss ich dann auch machen. Daher kommt dann das gemixte Make-up. Zum Beispiel kann es sein, dass ich für meine Augenbrauen Lippenstift benutzen muss und für, keine Ahnung, für Rouge eventuell Mascara. Ich weiß, richtig lustig wäre es, wenn ich jetzt noch jemanden hätte, mit dem ich das zusammendrehen könnte. Aber ich habe keine Freunde, die sich für Make-up interessieren und in der Nähe wohnen. Ich bin halt nur mit Jungs befreundet und die juckt das nicht. Also mache ich es alleine und das kann aber genauso lustig werden. Ja, dann würde ich sagen, schminke ich mich mal ab, weil ich habe immer noch mein Tages-Make-up drauf. Und dann geht's auch schon los. So, dann werde ich jetzt auch schon mal in das erste blaue Schälchen greifen und zwar ohne reinzugucken. Ich mische es mal noch ein bisschen. So, und jetzt werde ich ein Schnipsel ziehen, nehme den. Bin jetzt mal gespannt, was als erstes kommt. Concealer. Na, das passt ja wundervoll. Schauen wir mal, was ich als Concealer benutzen darf. Bin aufgeregt. Augenbrauenprodukte. Also ich habe einmal Augenbrauengel und einmal Augenbrauenmascara. Eignet sich jetzt beides nicht so gut ab. Ich habe zur Auswahl entweder die Make Me Brow Augenbrauenmascarin von Essence oder die Tame & Frame Augenbrauenpomade von NYX. Ich habe jetzt ziemlich dunkle Augenbrauen und das hier, die zwei sind auch die dunkelsten Augenbrauenprodukte, die ich da hier gerade zur Verfügung habe. Deswegen nehme ich für Concealer einfach mal das hellste und zwar die helle Augenbrauenmascara von Essence. Ja gut, gibt schon mal gar keine Farbe. Also beziehungsweise ist wohl alle. Oh, das tut weh. Ich nehme doch die Augenbrauenpomade. Die Mascara ist alle und da kommt echt nichts mehr raus. Die ist zwar auch steinhart, aber naja. Sieht aus, als würde ich mir Kacke ins Gesicht schmieren. Yay! Das ist so falsch. Das ist einfach so falsch. Schön auch meinen kleinen Pickel abdecken mit Concealer. Ich meine, gehört ja dazu, ne? How to conceal your face. Als nächstes kommt Setting Puder. Naja, wenigstens macht man das ja wirklich nach dem Concealer. Highlighter. Dafür habe ich die Sleek Cleopatra's Kiss Palette mit Haar. Ja, dann setzen wir mal was. Okay, das nächste. Foundation, na das fällt euch ja früh ein. Mit Concealer. Ernsthaft? Ich darf meine Foundation jetzt mit Concealer machen? 1A. I'm so beautiful. Jetzt haben wir Lidstrich. Oh mein Gott, da bin ich jetzt mal gespannt. Mit Konturpuder. Dann nehme ich jetzt mal so einen abgeschlachten, ganz spitzen Pinsel und gehe in meine NYX Konturpalette und nehme einfach mal das dunkelste Konturpuder, was es hier gibt. Das ist hier endlich mal was, was einigermaßen funktioniert. Was kommt als nächstes? Augenbrauen. Und das darf ich machen mit Foundation.
Ernsthaft? Wunderschön. Ach, naja, schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Lippen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Settingpuder. Mensch, du. Mich erwischt es heute echt komplett. Bitch, das nenne ich mal ein Matte Finish. Und ich fühle mich, als würde ich Mehl spucken. Das ist natürlich total praktisch, weil meine Lippen im Winter auch gar nicht trocken sind. Ich habe es eingeatmet. Hab mich gehört, es kann doch noch schlimmer werden. Contouring mit Eyeliner. Aber das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gemacht bei einem Pop-Art-Make-up-Art. Mit diesem weißen Punkt im Gesicht. Da musste ich ja wie eine Zeichentrickfigur aussehen und habe tatsächlich mit Eyeliner schon mal konturiert. Nein, ich habe meine Haare mit angemalt. Ich weiß nicht, lohnt sich das noch zu verblenden? Wir können es ja mal versuchen. Also irgendwie sieht das künstlerisch schon irgendwie wertvoll aus. Ich fühle mich wie so eine Aztekenbraut, gerade mit den Ohrringen. Wie so eine Maya-Statue, wisst ihr, so... Wow, Universum. OMG, Bananenkostüm. An der Reihe ist jetzt Lidschatten. Wird auch Zeit. Und das mache ich mit. Lidschatten. Dafür benutze ich heute meine Huda Beauty, deshalb das Palette. So, da probieren wir wenigstens ein schönes Augen-Make-up hin. Ich glaube, dieser Azteken-Look gefällt mir ganz gut. Dann nehmen wir einfach mal Blazing. Mit Saffron gehen wir in den äußeren Winkel. Ich muss nur aufpassen, dass ich den Lidstrich nicht zerstöre. Dann gehen wir mit Turkish Delight auf die Mitte des Augenwinkels. Auf die Mitte des Augenlids. Das ist so eine schöne Palette. Übrigens werde ich mir, also heute, wo ich das Video drehe, ist der 30. Januar und ich werde mir wahrscheinlich am 1. Februar meine neue Kamera bestellen. Und dann werde ich mit dieser Palette hier einen tollen Valentinstagslook drehen. Also auf jeden Fall auf Abonnieren drücken, um diese geile Qualität und das Valentinstagsvideo nicht zu verpassen. So, weil das einfach noch nicht genug ist, gehen wir noch mit Cosmo über Turkish Delight. Und in den Innenwinkel gehen wir mit Angelic. So eine schöne Farbe. Das ist so ein Peach, Rosa, Gold und ich liebe es. Die Farben aus dieser Palette, die sind einfach so geil, weil je nachdem aus welchem Winkel und mit welchem Lichteinfall man die betrachtet, haben sie immer einen andersfarbigen Schimmer. Mal schauen, was als nächstes drankommt. Highlighter. Mit was dürfen wir denn jetzt highlighten? Mit Mascara. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Nein, nein! Nein! Kennt ihr das, wenn man früh in Eile ist und sich schnell nach den Wimpern tuscht und auf einmal an die Nase kommt? So ging es mir heute früh auch. Und jetzt auch. Nur, dass es jetzt eben mit Absicht ist. Schön unter die Augenbrauen highlighten. Natürlich auch schön die Innenwinkel der Augen highlighten. Und so, jetzt bleiben nur noch zwei Sachen übrig.
Und das sind Wimpern. Und die darf ich machen mit Lippenstift. Ja, geil. Da habe ich die Matte Matte Lutches von The Balm. Und was nehme ich denn für die Wimpern? Ach, scheiß drauf, ich nehme einfach mal so rot. Ich meine, ich bin sowieso schon komplett verunstaltet. Also warum nicht, ne? So, jetzt bleibt ja eh nur noch ein was, und zwar Blush. Und das darf ich machen mit Blush. Oh mein Gott. Und da habe ich hier von Essence das Blush, Powder Blush in der Farbe Heatwave. Wunderschön. Und das war's mit der Mixed Make-Up Challenge. Ich hätte nicht gedacht, dass es bei mir so krass wird. Tatsächlich ist es krasser geworden als die ganzen Videos, die ich von anderen YouTubern bisher zu dieser Challenge gesehen habe. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich sage immer nur, ich hoffe, ich bekomme das jetzt ab, damit ich ins Bett gehen kann. Und das schnell verdrängen kann, solange bis ich dieses Video schneide. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, und zuzugucken. Und wenn ihr das Video genauso lustig und unfassbar fandet wie ich, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Kommentiert, wie ihr diese Challenge findet. Habt ihr die schon bei anderen YouTubern gesehen? Wenn ihr es toll fandet, dann bitte teilt das Video. Würde mich sehr unterstützen und natürlich ein Abo dalassen, um die nächsten folgenden Videos und die geile Qualität der neuen Kamera nicht zu verpassen, denn hier wird sich einiges ändern. Es wird ein neues Intro geben, es wird, also die neue Endcard habe ich ja schon in den letzten zwei Videos eingebaut, es wird einen neuen Kanal-Trailer geben, ein neues Design, also zumindest probiere ich das so ein bisschen in den Videos umzumodeln, denn ich werde mir Hintergründe zulegen, die Kamera wird neu sein, wahrscheinlich werde ich mir irgendwann noch ein Mikrofon zulegen, sodass der Ton besser wird, je nachdem, wie es mit dem Geld ausschaut. Dann werde ich ja an den Next Face Awards teilnehmen. Also ich hoffe, dass ich in die Top 20 komme und noch viel weiter. Deswegen auf jeden Fall abonnieren. Dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Auf jeden Fall einschalten, und wir sehen uns bis dahin. Bye!